Die drei besten Armübungen für den Bizeps, den Trizeps und den Brachialis, die du ziemlich wahrscheinlich nicht machst. Bei der ersten Übung geht es um die guten alten Hammer Curls und gegen reguläre Hammer Curls im Stehen spricht natürlich auch erstmal nichts, aber wir können die Übung modifizieren, um den Brachialis nochmal ganz anders zu treffen. Bei regulären Hammer Curls im Stehen ist der Punkt des maximalen Widerstands, wenn dein Unterarmknochen parallel zum Boden sich befindet, weil du hier natürlich direkt gegen die Schwerkraft arbeitest und der Hebelarm dadurch am größten ausfällt. Gehst du aber auf eine Bank, also wir haben hier eine Hyperextension Bank, aber du kannst natürlich auch diese normale Curl Bank verwenden. Die haben wir aber hier nicht im Gym, dementsprechend einfach eine Hyperextension-Bank verwenden. In jedem Fall können wir hier natürlich den Punkt des maximalen Widerstands verschieben, indem wir unseren Oberarmknochen nach vorne hin rotieren. Der Unterarm ist hier parallel zum Boden und dementsprechend herrscht auch hier der größte Punkt des Widerstands, also wenn der Brachialis maximal gedehnt wurde. Und das ändert natürlich das ganze Spielchen, ne? Weil hier wird es dann super leicht und hier ist es super schwer und der Bizeps befindet sich durch diese Oberarmposition in der sogenannten aktiven Insuffizienz, bedeutet, er hebt den Arm ja nach vorne und wenn der Arm also nach vorne schon gehoben wurde, dann ist der Bizeps über diese Schulterflexion, nennt sich das Ganze, schon bereits vorverkürzt und kann dann nicht mehr so viel mitnehmen. Helfen. Also du kannst wirklich damit den Brachialis nicht nur in der gedehnten Position ordentlich auseinandernehmen, sondern auch den Fokus ein bisschen mehr auf den Brachialismuskel schieben. Achte bitte darauf, dass du hier am Anfang nicht zu viel Gewicht nimmst, weil die Übung dich unten halt einfach auseinanderreißen wird. Wenn du es nicht gewohnt bist, dann sind hier Verletzungen natürlich vorprogrammiert. Das heißt, langsam reinsteigern und nach das Gewicht erhöhen und im Prinzip den Brachialis damit komplett auseinandernehmen. Weiter geht's mit dem Trizeps und zwar haben wir hier das Seil auf Bauchnabelhöhe eingestellt und benutzen hier ein Tau. Und zwar wollen wir Punkt Nummer 1, den Trizeps maximal in die Länge ziehen und dafür muss der Oberarmknochen sich circa am Öhrchen befinden und natürlich muss dein Ellbogengelenk so gut es geht gebeugt sein. Und damit haben wir eben den Trizeps maximal in die Länge gezogen. Und wenn wir jetzt auch noch dafür sorgen, dass zwischen Unterarm und Seil in dieser Position ein rechter Winkel vorherrscht, können wir damit tatsächlich die gedehnte Position des Trizeps bestmöglich überladen. Aber warum nutze ich hier ein Tau? Nun, ich möchte Teilwiederholungen machen, also praktisch nur die gedehnte Position mitnehmen und dann den Arm gar nicht mehr weiter strecken. Und da ist ein Tau wirklich das beste Tool, denn du wirst automatisch ab einem gewissen Punkt, ungefähr hier, ne, wirst du eine gewisse Last spüren, die exorbitant zunimmt. Und wenn du hier ordentlich viel Gewicht ballerst, kommst du eh nicht in die volle Streckung. Und dementsprechend weißt du immer ganz genau, okay, hier geht's wieder runter, ab in die volle Dehnung. Und wieder hoch. Aber bitte nicht hier bouncen, sondern immer schön eine Sekunde mindestens pausieren und dann die Arme so weit strecken, bis du diesen krassen Widerstand merkst und dann geht's wieder runter. Und hoch und runter und hoch und runter. Und damit nimmst du halt die gedehnte Position des Trizeps komplett auseinander. Experimentiere aktuell in meinem eigenen Training damit so ein bisschen herum und muss schon sagen, das Feeling ist echt grandios, der Pump brutal. Und damit, wie ich eben schon gesagt habe, können wir die gedehnte Position maximal überladen und das wird von der aktuellen Datenlage immer und immer und immer und immer mehr unterstützt. Wenn der Trizeps dadurch nicht wächst, dann weiß ich auch nicht mehr. Bevor wir zur letzten und wahrscheinlich besten Bizepsübung überhaupt kommen, wenn du diesen Kanal supporten willst oder wenn du die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben möchtest, dann findest du den Link dazu in der Beschreibung evosportsfield.de und mit dem Code ZEP bekommst du wie gewohnt den allergrößten Rabatt. Und die letzte Übung und zwar Cable Curls an der Bank. Und ich glaube, wer jetzt wirklich aufgepasst hat, der wird verstehen, warum diese Übung so nice ist. Der Bizeps, habe ich euch schon eben erzählt, bringt den Arm nach vorne. Oh, das geht gar nicht so weit nach vorne. Aber bringt ihn eigentlich noch weiter nach vorne, ne? Wenn wir den Arm jetzt nach hinten bringen, dann können wir den Bizeps noch mehr dehnen. Und wenn dann euer Ellbogengelenk auch noch gestreckt wird, dann wird der Bizeps maximal gedehnt. Beugen wir jetzt unser Ellbogengelenk, kann der Bizeps durch die nach hinten geführte Ellbogenposition, Armposition, was auch immer, maximal Kraft entwickeln, weil er eben nicht in der aktiven Insuffizienz sich befindet. Aber wenn wir jetzt wieder, ihr wisst, was kommt, einen rechten Winkel zwischen Seil und Unterarm erzeugen in der gedehnten Position, dann können wir den Bizeps in der gedehnten Position maximal belasten. Und das ist einfach brutal stimulativ. Ohne Bank könnt ihr diese Übung natürlich auch ausführen, aber dann habt ihr weniger Stabilität. Und oftmals
wenn das Gewicht sehr schwer wird, hilft euch eine Bank, diese Position einfach besser zu halten. Also im Prinzip nicht eine Linie mit dem Seil in der gedehnten Position zu bilden, denn dann habt ihr wiederum keine Last, beziehungsweise erst hier irgendwo maximal Last. Dementsprechend schöne Bank euch schnappen und dann ordentlich curlen. So Leute, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Fragen in die Kommentare, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.